Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video und einer neuen Videoreihe. In dieser Videoreihe werde ich euch über Hacks Bescheid sagen oder und wie ihr das machen könnt. Gehen wir einfach mal in den Silk Browser und in den ersten drei Videos werde ich euch erstmal nur, werde ich euch drei Apps vorstellen, mit denen ihr, also mit denen es leicht ist zu hacken. Ich werde euch Ja, ich werde euch in den ersten drei Videos erstmal drei, genau, ich werde euch erstmal drei Apps vorstellen, mit denen es leicht ist zu hacken, sag ich mal so. Und zu den schwierigen Hack-Apps, wo ihr dann aber auch besser hacken könnt, werde ich eventuell später nochmal Videos machen. So, jetzt geht es erstmal los mit Lucky Pitcher. Das könnt ihr mit Root und ohne Root verwenden. Und ja, dann klickt ihr hier auf das, also bei mir ist es das erste, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Auf jeden Fall solltet ihr die neueste Version runterladen. Wenn ihr die nicht die neueste Version runterladet, ist es nicht ganz so schlimm. Ihr könnt dann einfach, wenn ihr Lucky Patcher gestartet habt, könnt ihr dann einfach ein Update machen. So. Ja, schön, gut so. Dann klickt ihr hier auf Download. Bei mir ist die neueste Version hier 6.2.3. Nee, also bei mir kam dann auch sogar noch ein Update. So, dann, genau, dann lädt er, zeigt er ein, dass er es runterlädt. Download abgeschlossen. So, Downloads. Dann habt ihr hier Lucky Pitcher. Und dann wollt ihr natürlich auf Installieren gehen. Dann kann es sein, dass ihr es nicht habt. Das, und zur Info, Lucky Patcher klappt bei bei BlueStacks, Android und bei Amazon. Also ich benutze jetzt bei Amazon. Aber es klappt genauso gut bei, wie heißt das, Android. Und dann geht ihr einfach hier auf, zumindest bei mir ist es bei Anwendungen, und dann Apps aus unbekannter Herkunft müsst ihr auf Anhaben. Also hier auf an. Dann kommt hier auch noch so eine Warnung. Aber im normalen Fall solltet ihr es auch aushaben. Ist einfach besser, sage ich mal so. Sonst könnt ihr euch Viren und sowas einfangen. Wenn ihr das noch auf an gemacht habt, klickt ihr auf Installieren. Ah, jetzt habe ich es schon installiert. So. Nein, jetzt habe ich es nochmal installiert. So. Bitte warten. So. Genau, dann lädt es bei euch erstmal wahrscheinlich kurz. Muss nicht, also müssen, er muss nämlich erstmal die ganzen Apps hier laden. Und dann könnt ihr theoretisch gesehen auch schon das Hacken losbeginnen. So, ich habe jetzt hier die Root-Version. Und ich zeige euch auch mal schnell, wie ihr das ändern könnt. Also hier, weil da gibt es schon Unterschiede. Einmal bei Root-Version ist es einmal hier. Seht ihr, ich habe hier 8. Wenn ich auf Patch-Menü gehe, kommen hier schon 8 Stück. Dann gehe ich mal auf Einstellungen. Ach, wenn ich hier oben auf die Einstellung gehe, habe ich hier 3 zur Auswahl und nicht und gleich. Naja, werdet ihr sehen. So, dann klickt ihr auf Erzwingen den Root-Check und nicht Root-Modus erzwingen. Auf Möchtest du wirklich Lucky Patcher beenden? Ja. Dann macht ihr Temperance. So. Jetzt habt ihr nur noch 6, genau. Und wenn ihr auf Patch Mobile geht, geht das so und so. Das ist erstmal das erste, was anders ist. Und jetzt sind hier nur noch 2. Ja, das war es eigentlich schon von Lucky Patcher, wie ich es euch gezeigt habe. Und dann sehen wir uns ja in den nächsten Videos. Und ja, tschüss.